Tag zusammen, willkommen zurück zu City Skylines und unserer Stadt Viridis. Wir haben jetzt in der letzten Folge hier diesen Stadtteil neu gebaut und werden jetzt den Ausbau vorantreiben. Wir haben einiges an Geld verbrannt durch den Ausbau der Stadt. Das müssen wir jetzt erstmal wieder die Finanzen erstmal wieder ein bisschen auffrischen. Was ich jetzt in dieser Folge machen möchte, ist, ich möchte hier dieses Feld nutzen, um jetzt hier eine Berufsschule anzulegen, also diesen Campusbezirk mit der Berufsschule. Wir haben ja doch einigen Bedarf an gut ausgebildeten Einwohnern und da kümmern wir uns dann jetzt einmal drum. Ein paar Kleinigkeiten können wir machen. Ich glaube, hier sind noch an den Kreuzungen ein paar Ampeln. Das werden wir direkt korrigieren. Das wollen wir natürlich nicht, dass hier überall Ampeln sind. Was ich auch noch machen werde, ist, können wir vielleicht auch diese Straße mal als Vorfahrtsstraße definieren. Oh, die geht sogar ganz rum. Ja, das ist. Boah, dann geht die hier einmal im Kreis. Das ist in Ordnung. Und dann gucken wir, dass wir hier die ganzen Ampeln wegnehmen, um den Verkehrsfluss zu erhöhen. Und dann schauen wir mal. Ja, hier Stoppschilder, das sollte von hier aus genügen, wenn wir auch von den Seitenstraßen auf die Hauptstraße kommen. Das sollte den Verkehrsfluss auf der Hauptstraße erhöhen. So, prima. Hier machen wir auch mal kein Stoppschild hin. Ich hoffe, das funktioniert so. Gut, sonst haben wir hier keine Stoppschilder. Hier können wir es auch mal wegmachen. Hier haben wir noch eine Ampel. Gut. Also, wir sehen hier Bedarf. Nicht genügend gebildete Arbeiter, das ist das Problem, was wir haben. Jetzt sehen wir mal der Blick bei Nacht. Jetzt mal den Tag-Nacht-Zyklus wieder aktiviert, weil wir jetzt gerade ein bisschen warten müssen, um Geld zu erwirtschaften. Wir machen einen Plus von 4.000, 8.000 jetzt sogar. Das ist prima, wir sollten ja auch den nächsten Meilenstein schon erreicht haben. Was wir platzieren können, das fehlte noch, sind einmal das Postamt. Das Postamt da. Das fehlt hier in dem Stadtteil noch. Das platzieren wir mal hier. Oder hier hin. Dann haben wir hier bisher noch keine Parks. Die müssen auch noch mal einmal platzieren. Wir haben hier einen großen Spielplatz. Platz, setzen wir den mal hier vorne hin. Und dann hier noch einen kleinen Park. Kriegen wir den hier rein? Ja, sollen wir den Fußweg einmal ersetzen. Das ist dieser hier. So, dann haben die Leute auch noch ein bisschen an Freizeitmöglichkeiten. Hier durch, das wäre wünschenswert. Ohne Gebäude abzureißen, jawohl. Na, soll die Tools einmal deaktivieren. So, prima. Gut, wenn wir den hohen Bedarf an Bevölkerung nehmen, wollen wir gerne nachkommen, indem wir dann jetzt hier noch mal hohe Dichte setzen. Gut, damit ist der Stadtteil soweit vorbereitet. Stopp, da fehlt noch ein Streifen. Gut, damit ist der Bedarf komplett gedeckt. Das ist gut, wir können hier noch ein bisschen an Bäumen platzieren, denke ich mal. Ich
finde, das ist noch eine ganz gute Sache. Einfach um hier noch so ein bisschen die das so ein bisschen freundlicher zu gestalten. Ja, und dann ist jetzt wie gesagt der Plan, dass wir einmal die diese Berufsschule setzen. Da brauche ich ein bisschen Geld. Was ich auch noch machen möchte, ist, ich möchte den Busverkehr, wir haben jetzt ja bisher noch keine Buslinien hier gesetzt, und die Straßenbahn umdefinieren. Auch hier sind noch keine Straßenbahnen. Das möchte ich jetzt ein bisschen logischer gestalten. Und zwar ist jetzt die Idee, dass wir hier immer in so achten, zwei Stadtgebiete miteinander verbinden über die Straßenbahn als, ja, also die Busse sollen wirklich innerhalb des Stadtgebiets nur fahren. Wenn ich wechseln möchte, dann muss ich mit der Straßenbahn wechseln, also dass man quasi jetzt hier in der Hiesfeld und Buchholz und Welm einmal umfährt, entsprechend dann hier Lohberg-Burghausen, dass es da diese Verbindung gibt. Und dann man von den Haltestellen der Straßenbahn umsteigen kann auf die Busse. Ah ja, da sind wir jetzt eine große Stadt, können jetzt die Geisteswissenschaften auch setzen als Campus. Also fangen wir jetzt mit der Berufsschule an, haben eine neue Richtlinie, kriegen die entsprechenden Wege. Wir haben jetzt hier moderne Inlands Wasseraufbereitung. Da müssen wir mal gucken, ob wir die ersetzen. Leichtathletikstadion, das ist ganz interessant. Jetzt eine ganze Reihe an neuen Zugverbindungen. Das gucken wir uns dann an, aber in der nächsten Folge, wo es was drum. Krematorium ist, denke ich, ganz wichtig. Das werden wir dann auch setzen. Wasseraufbereitungsanlage, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Prima. Gut, dann will ich jetzt erstmal die Straßenbahn neu definieren. Dazu haben wir sie. Also hier Lohberg-Burghausen, das ist eine sehr frequentierte Verbindung. Aber ich möchte diese jetzt alle löschen und einmal neu setzen. Und auch entsprechend korrekt benennen. Das heißt also, wir löschen alle, jawohl, und setzen sie einmal neu, entsprechend unserer Definition. Also fangen wir an, wir haben also eine, die soll jetzt Bruckhausen verbinden mit Buchholz und Welmen und natürlich hier am Bahnhof vorbeiführen, aber das ist eine Sache, das funktioniert noch nicht. Weil ich das Gebiet dann in den nächsten Folgen entwickeln will. Also, dann fangen wir hier an. Das ist jetzt also Bruckhausen Buchholz Welmen. So viele Fahrzeuge brauchen, das sehen wir dann. Dass die Farbe kann ruhig bleiben. Dann haben wir die nächste. Die soll Rollwellen verbinden mit dem von Liebighof. Also wir fahren hier hoch. So, diese Linie. Das ist Buchholz Welmen. Ich glaube, das nennen wir mal. So, zack. Die machen wir grün. Ich denke, so viele Fahrzeuge brauchen wir nicht. Wir fangen erstmal mit zwei Fahrzeugen an und schauen dann mal, was passiert. Also hier auf 2 und hier auch schnell auf 2. Dann haben wir die nächste Linie. Na, wir sammeln Geld, das ist gut.
So, das soll die Verbindung von Hiesfeld mit Buchholtwellen sein. Das ist Hiesfeld Buchholtwellen. Der geben wir die Farbe Rot. So, sehr schön. Dann brauchen wir noch eine, die Lohberg verbindet. Das ist die Linie. Auch da setzen wir erstmal nur zwei Fahrzeuge ein. Den geben wir in Braun. So, für den Nationalpark. Also das, diese Linie ist jetzt Lohberg-Bruckhausen, hat man gesagt. Das ist Bruckhausen-Lohberg. Gut, so, und dann haben wir die beiden verbunden. Die Wühlberg ist hierüber angeschlossen, Hiesfeld. Ich möchte auch immer nur die benachbarten haben. Jetzt noch eine von Bruckhausen in den Energie- und Technikpark oder den von Liebighof? Ich glaube nicht. Das beobachten wir mal, aber was wir jetzt schon setzen können, ist die Verbindung hier zu unserer Berufsschule, die wir hier setzen werden. Das ist die nächste. Hier reichen auf jeden Fall, hier reicht wahrscheinlich sogar erstmal ein Fahrzeug. Das ist die Hiesfeld Berufsschule. Wunderbar, die kriegt auch eine eigene Farbe. Machen wir hier so ein helles Gelb. Wunderbar, das kann sich jetzt etablieren. Oh, hier ist er doch schon. Boah, hier ist ja einiges los. Das ist hier auf der roten Linie. Da kann man mal mehr Fahrzeuge spendieren. Das ist ja... Uiuiuiui. Das wird ja sehr gut angenommen. Prima. So, auch hier... Eine Haltestelle, zwei, die recht... stark frequentiert sind. Hier brauchen wir auch mehr Fahrzeuge. Da habe ich noch erstmal 5. So, ja, das muss ich jetzt hier erstmal sortieren. Und auf dieser Linie, da können wir auch schon mal direkt 2 Fahrzeuge dazu packen. Jawohl. Gut, ja, jetzt haben wir noch einiges an Geld erwirtschaftet. Das ist prima. Den Fährbetrieb, wie gesagt, den wollen wir auch nochmal bei Gelegenheit machen. Was ich noch machen muss, ist, wenn wir jetzt dann demnächst die Schienen hier verlegen, das möchte ich jetzt schon mal einmal machen. Ich komme hier nicht richtig über den Kanal drüber, weil der zu breit ist für die... die Brücke, das passt ja hier so gerade. Da muss ich einmal hier einen schmalen Kanal setzen. Und ich glaube, das reicht schon. Jetzt kriegen wir natürlich wieder ein Problem mit dem Wasser. Jetzt müssen wir hier mal einmal den Tag-Nacht-Zyklus ausschalten. Das sieht doch gut aus. Die Testerberge werden angenommen. Was haben wir jetzt hier? Besucher läuft gut. Unterhaltung haben wir. Stufe 3 kann demnächst kommen. So, also jetzt der Plan hier. Die
Berufsschule zu setzen. Auch hier machen wir das Gelände mal einmal ein bisschen noch begradigen, damit wir hier keine Schwierigkeit kriegen. Erde haben wir mehr als genug. Aber dann haben wir es hier einigermaßen plan. Wunderbar. Ja, wir haben wahrscheinlich gleich 17.000 Einwohner hier unten. Das wird dann wahrscheinlich gleich auch nochmal in die Höhe schnellen. So, dann setzen wir jetzt hier eine Campusgelände. Wunderbar. So, dann möchte ich jetzt hier drin, also wir brauchen hier die Straßen, die möchte ich jetzt hier aber einmal ja, rechtwinklig setzen. Da gucken wir mal Straßenvorgaben. Also so. Das soll ja ein ziemlich rechtwinkliges Ding werden. Das ist unser Campusgelände. Dann brauchen wir natürlich Verbindung rein in die Stadt. Das machen wir hier vorne, das machen wir hier. Und dann jetzt können wir die Straßenvorgaben wieder setzen. Soll das auch nochmal hier quasi von allen vier Seiten kommend. Autos. Gut, dann setzen wir einen Fußweg. Das ist mittlerweile auch schon Universitätssport. Jetzt hier das Schwimmzentrum, Basketballarena, Leichtathletikstadion, Museen haben wir noch nicht. Gut, also dann haben wir hier die Berufsschulverwaltung. Die setzen wir jetzt hier hin. So, damit haben wir das gesetzt. Jetzt möchte ich hier einmal einen Fußweg außen rum setzen als Begrenzung. So, Karriereinstitut Strauch. Das können wir, glaube ich, nochmal umbenennen. Der Vorschlag ist jetzt nicht so dolle. Da überlegen wir uns nochmal einen schönen Namen für. Gut, dann also setzen wir jetzt weitere Wege. Sind ja schon ein paar Wege vordefiniert von den Gebäuden. Wunderbar. Also wir werden das jetzt hier mal. Ja, und schon sind wir eine großartige Stadt. Das ist ja prima. Also drittes Darlehen. Ich denke, das sollte uns nicht großartig interessieren. Was haben wir? Solarkraftwerk, das ist ganz interessant. Also es ist hier keine klassische Photovoltaik, sondern konzentrierte Solarthermie, dass wir also hier mit den Sonnenpaneelen oder Spiegeln vielmehr die Sonneneinstrahlung an einem zentralen Punkt fokussieren und dann haben wir die, ja, also hier oben wird das konzentriert, dort wird Hitze erzeugt und dann haben wir quasi wieder Dampfkraftwerk, also etwas anders als ein als die klassische Photovoltaik. Dann Baseballstadion, das ist, denke ich, jetzt für unser Spiel hier oder unser Let's Play irrelevant. Ja, und
haben dann Müllumschlagsanlage, das werden wir dann auch noch brauchen, die Müllverbrennungsanlage. Ja, alles im Zuge der Kreislaufwirtschaft, wo wir den Müll natürlich nicht verbrennen, sondern recyceln. Und dann, ja, werden wir die, glaube ich, nicht setzen. Überlandbus-Terminal, Bus-U-Bahn-Hub, das ist vielleicht noch mal ganz interessant. Müssen wir mal gucken, dass wir das dann setzen. Gut, also dann benennen wir das jetzt mal um. Karriereinstitut Strauß ist jetzt nicht so sinnvoll. Ich denke, im Sinne des großen ja, Pädagogen, ersten großen Pädagogen der Menschheit, einen der großen im 17. Jahrhundert, nennen wir das doch die Johann Comenius Berufsschule. So, wunderbar. Dann hatten wir gesagt, wir brauchen hier noch eine Polizeistation. Aber die Abdeckung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, da müssen wir gar nicht aktiv werden im Moment. Ich will die jetzt auch nicht direkt hier an die Hauptstraße setzen. Die will ich ja frei halten. Gut, also dann setzen wir hier die das Fernwärmenetz. Schon platziert. Brauchen wir noch die Verbindungen, damit wir hier ein Ringsystem bekommen. Und dann gehen wir hier noch einmal. Das reicht nicht ganz. Ja, dann setzen wir es einmal hier knapp drunter. Die Freiheit nehmen wir uns an der Stelle. Gut. So, dann brauchen wir noch ein paar weitere Wege für die Hochschule. Und setzen hier, gehen hier einmal nach links und rechts ab. Haben wir jetzt bisher sehr rechtwinklig gemacht und schauen dann mal. Gut, also das brauchen wir. Wir brauchen einmal die Hausmeisterei, die sitzen wir mal hier an den Rand. Dann haben wir hier den Buchclub. Den setzen wir hier quasi direkt in die Mitte. So, und haben dann den Berufsschulschlafsaal. Das sind quasi die Studierendenwohnheime. Die sollen natürlich auf dem Gelände wohnen. Da setzen wir hier eins und noch ein zweites. Können wir vielleicht nochmal einen Fußweg setzen? Das war falsch. Wo ist der Fußweg da? So. Zweites Wohnheimsgebäude hier hin und dann haben wir die Hörsäle, die setzen wir einmal hier vorne hin. Achso, die sind anders orientiert, okay, da müssen wir dann eins hier hinsetzen, wobei die können wir vielleicht auch so platzieren. Dann möchte ich das vielleicht noch mal anders definieren hier mit dem Weg. Das wäre nämlich hier ein Gebäude. Guck mal, wie groß ist das? Da müssen wir ein bisschen weg. Ziehen wir den Weg dann hier rüber und haben dann hier noch einen zweiten Lernsaal. Oh, der ist zu weit.
So. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch Strom. Also was ich jetzt auch machen möchte, weil es ja eine Berufsschule ist, ich möchte hier quasi direkt drumherum Gewerbe setzen, damit dort quasi sich ja, Gewerbetreibende ansiedeln können, die ja, die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule anstellen können. Das machen wir mit den Büros. Die werden wir jetzt auch mal direkt einführen. Wir werden hier noch mal einmal runterkommen mit der Verbindung. So, das geht auch schnell. Der Bedarf, der ist hoch. Setzen hier auch noch mal ein bisschen Gewerbe hier. Da macht es wenig Sinn, aber hier können wir dann auch noch mal entsprechend hohe, eine hohe Dichte, eine niedrige Dichte. Und dann haben wir hier vielleicht noch mal ein bisschen hoher dichteres Gewerbegebiet. Zack. So, können hier vielleicht sogar noch eine Straße durchlegen. Die dann sich hier das Hinterland quasi bedient. Wunderbar, dann können wir hier noch ein paar dichtere Wohnbebauung platzieren, quasi als ja, Wohngebiet für Leute, die dann das vielleicht noch an die Studierenden vermieten wollen, falls die nicht zu Hause wohnen. Ja, das ist doch sehr gut. So, passt das hier mit dem, ja, der Halt hier. Ja, der passt da eigentlich ganz gut. Ja, also das ist doch schon prima. Gucken wir nach, die Studierenden haben wir. Campus-Attraktivität sind wir knapp über dem akademischen Werk. Also die Studiengebühren, das will ich eigentlich gar nicht haben. Kann ich jetzt hier aber auch gar nicht abstellen. Forschungsstipendien, das lassen wir erstmal so laufen, bis wir finanziell deutlich größeren Puffer haben. Aber das ist doch schon prima. Also damit ist diese Johann Comenius Berufsschule entstanden. Hier haben wir die Studierendenwohnheime. Da kann man dann noch ein bisschen was hier platzieren. Zum Abschluss gucken wir uns noch einmal ganz schnell die Verbindung an. Aha, Hiesfeld-Buchholzelm, das ist eine sehr stark frequentierte Linie, aber die sieht gut aus. Der Halt hier, der ist stark frequentiert. Aber ich denke, das passt. Ja, das ist gut. Das Linie, wie gesagt, müssen wir nochmal einmal überarbeiten. So, Hiesfeld-Buchschule, das wird sich dann jetzt auch nochmal verändern. Aber auch hier, nee, das ist die Zahl der Straßenbahnzüge. Passt wunderbar. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Haben wir jetzt die unsere Berufsschule hier platziert. Die kann dann sich hier noch weiter ausdehnen. Wir werden jetzt auch dann nochmal so ein bisschen ein paar Objekte hier setzen, um das so ein bisschen hübscher zu gestalten. Achso, was jetzt hier fehlt, ist natürlich noch, dass es hier nachhaltige Gebäude sind. Das machen wir vielleicht dann in der nächsten Folge. Das habe ich jetzt natürlich nicht aktiviert, weil ich den Stadtteil nicht definiert habe. Aber ich denke, das verschieben wir auf die nächste Folge. Von daher bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.